Wenn Diese man jetzt. Konferenz wird nun aufgezeichnet. Aha, da kam der Ton bei mir, es wird jetzt aufgezeichnet. Herzlich willkommen zu unserer Reihe Oldenburg verändern, Oldenburg erinnern. Andersrum, Oldenburg erinnern, Oldenburg verändern, so rum ist richtig. Wir haben damit begonnen, also mein Name ist Steffen Wiegmann, bin Leiter des Stadtmuseums und ich freue mich gleich auch einen Gast vorzustellen, mit dem ich sprechen werde. Aber es ist schon so gedacht, dass nicht nur wir beide uns unterhalten sollen, sondern dass Sie natürlich gerne, wie Sie mögen, in die Diskussion mit einsteigen können, wenn Sie Fragen haben. Wir werden gleich ein bisschen starten und miteinander sprechen. Einfach ein paar Fragen würde ich stellen. Das ist ein Thema, zu dem ich auch gerne viel rede. Deswegen werde ich mich ein bisschen beherrschen eigentlich und versuchen, das im Rahmen zu halten. Ein sehr schönes Thema, finde ich. Ja, einmal etwas zu unserer Reihe. Wir haben damit begonnen im Januar. Hallo, Frau Pulz. Wir haben damit begonnen im Januar, als wir unsere Abschlussveranstaltung durchführten, neue Konturen. Am 28. Februar endete diese und wir aber schon den Blick auch in die Zukunft richteten. Wir sind ja in einem großen Veränderungsprozess, befinden uns jetzt in einer Schließzeit, die bis 2023 dauern wird. Ein neues Gebäude, eine inhaltlich programmatische Veränderung, die mehr auf die Gegenwart auch zielt. Wobei natürlich alle Aufgaben, Funktionen und auch Themen eines Stadtmuseums in all seiner Vielfalt uns natürlich immer begleiten. Da geht es ein bisschen mehr um die Perspektive der Fragestellung an die Geschichte, würde ich es mal so formulieren. Und das ist auch, da gibt es ganz viele Themenbezüge zum heutigen Thema Erinnerungsorte. Da gibt es nämlich auch Veränderungen, je nachdem, wann man sich diese Erinnerungsorte anschaut und wann man in die Geschichte blickt, ist einem das eine oder das andere auch wichtiger oder unwichtiger und plötzlich entstehen Orte, von denen man vorher gar nicht gedacht hatte, dass sie irgendwie im kollektiven Gedächtnis eine Rolle spielen und andere verlieren wieder an Bedeutung. Das finde ich einen ganz spannenden Prozess und das ist sozusagen auch das tägliche Brot von einem Stadtmuseum. Gerade einem Stadtmuseum, aber von Museen natürlich auch grundsätzlich. Genau, diese Reihe haben wir ins Leben gerufen und wir wollen sie auch weiter fortführen, auch unter diesen Bedingungen. Ist manchmal ein bisschen schwierig, gerade mit dem Kennenlernen und so weiter. Manche sind schon Profis, was das Online-Geschäft angeht, dann über den Tag auch schon sehr bedient mit Online-Sitzungen. Deswegen freue ich mich über alle, die das jetzt trotz dieser Umstände jetzt trotzdem machen. Und andere, die fremdeln manchmal noch ein bisschen und das ist auch völlig verständlich. Es ist andere Weise, es ist immer schöner, das Persönliche, das Direkte und so. Aber wenn es gerade nicht anders geht, da freuen wir uns sozusagen hier eine Gruppe zu versammeln in unserem digitalen Raum. Und wir reden gerne mit thematisch zu Themen jetzt mit verschiedenen Personen. Wir hatten das Thema Digitales, das Thema Partizipation und heute ist das Thema Erinnerungsorte auf unserer Agenda. Und ich freue mich, dass wir heute Mareike Witkowski bei uns haben, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Oldenburg im Institut für Geschichte. Diese hat ein Projekt durchgeführt vor mehreren Jahren jetzt schon, was aber einen tollen Überblick produziert hat und eine tolle Anregung, finde ich, in Buchform. Eine Auflistung von, das kann sie auch gleich selber ein bisschen beschreiben dazu, aber es geht so um Erinnerungsorte, die nicht nur Orte sind, sondern auch sogenannte Kristallisationspunkte von Identität. Was das gleich ist, das werde ich auch gleich mal ganz naiv fragen. Das kann also vieles sein. Das ist nicht nur ein Ort im herkömmlichen Sinne, ein Platz, ein Gebäude, sondern es kann auch durchaus ein Thema sein. Themen, an denen Oldenburgerinnen und Oldenburger hängen. Und dem Thema wenden wir uns nämlich jetzt auch zu. Wir gehen stark in die Stadt in den kommenden Monaten. Wir sind sehr präsent im öffentlichen Raum. Da werden Sie ab Mai auch einige sehen von uns, überall in Oldenburg, hoffe ich. Und bin ja auch gespannt auf Rückmeldungen, wie Sie das so finden. Und deswegen passt das irgendwie alles ganz toll zusammen. Und ich freue mich darüber. Vielleicht mögen Sie sich einmal selber kurz einmal vorstellen und vielleicht meine Eingangsfrage, wie ist es zu dem Projekt gekommen damals, Oldenburger Erinnerung, was waren da Ihre Absichten eigentlich hinterher und haben sich die dann eigentlich erfüllt? Vielleicht mal so als Einstieg. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, zu diesem Projekt, also es hat eine längere Vorgeschichte. Diese Erinnerungsorte, und Sie haben es ja gerade schon gesagt, das Zentrale an diesem grundsätzlichen Konzept, das kommt ja von Pierre Nora,
Der hat das in den 80er Jahren für Frankreich gemacht, das hat die französischen Erinnerungsorte sich angeschaut hat. Das ist ja sowohl geht es um materielle als auch um immaterielle Orte. Also es geht nicht nur um quasi wirklich was, was in Stein irgendwo steht, sondern auch, könnte auch ein Tanz sein oder ein Lied, die Nationalhymne, die mit dazu gehört. Und dieses Konzept der Erinnerungsorte war wahnsinnig erfolgreich gewesen. Nora hat es wirklich angedacht gehabt, im Sinne von auch einer Nationsbildung und einer nationalen Identität zu schaffen. Das hat sich natürlich ein Stück weit für Deutschland verboten und man ist da einen anderen Weg gegangen, also nicht Zurückbesinnung aufs Nationale und die nationale Größe, sondern für Deutschland hat man dann Erinnerungsorte geschaffen, die ganz häufig geteilte Erinnerungsorte waren, also deutsch-polnische Erinnerungsorte zum Beispiel. Und dann ist das so ein kleiner Boom, würde ich sagen, Anfang der 2000er Jahre gewesen. Da gab es die Erinnerungsorte der Antike, die DDR-Erinnerungsorte, die europäischen Erinnerungsorte. Und irgendwann ist mir aufgefallen, das gibt es irgendwie auf der großen Ebene, aber es gibt es überhaupt nicht auf der regionalen oder städtischen Ebene. Und eigentlich ist doch die städtische Ebene für so eine Untersuchung prädestiniert, weil wo kann man sich so genau mal angucken, wie denn debattiert wird? Und die Idee war von mir damals, das mit Studierenden zu machen. Das hat auch wunderbar geklappt. Und der ganz große Vorteil, den wir hatten, dass wir es auf städtischer Ebene gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich wirklich die Leute befragt haben. Weil das war vorab immer etwas gewesen, was zum Beispiel den deutschen Erinnerungsorten auch vor Ort, den Herausgebern vorgeworfen wurde. Ja, das ist doch hier so ein Historikerprojekt. Also die Erinnerungsorte, die ihr untersucht, das ist ein bisschen abgehoben. Und wir hatten die Möglichkeit, wirklich uns in die Fußgängerzone zu stellen, 15 Studierenden und zu fragen, was sind ihre Erinnerungsorte? Und das war wahnsinnig spannend, weil wir über 200 Orte genannt bekommen haben. Wir haben Orte genannt bekommen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Also zum Beispiel, ich hätte gedacht, dass die Schlacht von Altenesch ein erkalteter Erinnerungsort ist, kam mehrfach, hat es auch letztendlich ins Buch geschafft. Andere Erinnerungsorte waren relativ erwartbar. Graf Anton Günther ist natürlich ganz prominent dabei gewesen. Und das Schloss war dabei. Wir standen in der Fußgängerzone, also war die Fußgängerzone dabei gewesen. Und so haben wir quasi dann diese 200 Erinnerungsorte gehabt und mussten die dann irgendwie auf, ich weiß gar nicht, muss ich nochmal nachziehen, wie viel es am Ende waren, runterbrechen. Haben ewig lange diskutiert und überlegt, welche wir davon jetzt letztendlich untersuchen. Und die Untersuchung haben aber die Studierenden ich habe jetzt, Sie haben es schon gerade gesagt, es ist schon ein bisschen länger her, es ist 2012 rausgekommen, selber noch mal in dem Buch geblättert, um zu gucken, was haben wir eigentlich gemacht. Und ich fand das total spannend, weil sich schon wieder einiges getan hatte. Also weil zum Beispiel der Horst-Janssen-Platz war dann noch in der Debatte gewesen, den gibt es mittlerweile. Die, ich sag mal, Wiederentdeckung von Karl Jaspers für die Oldenburger war da so am Starten gewesen. Mittlerweile haben wir das Jaspershaus, die Jaspersgesellschaft und die Vorträge. Graf Anton Günther, da war noch die Debatte am Laufen, wo kommt das Denkmal hin? Wer sich dafür interessiert, kann heute an die Waschstraße fahren. Da steht es nämlich. Also deswegen war es interessant, auch nochmal zu sehen, was sich dann tatsächlich in diesen Jahren schon wieder getan hat, seitdem das Buch. Ja, da sprechen Sie gerade schon ganz viel an, was die Auswahl angeht. Also das mit Altenesch, das finde ich auch bemerkenswert. Würde ich gleich noch mal was zu fragen. Wie das nämlich passiert, ist natürlich, wenn diese Umfrage, das ist 2009, 2010 gewesen, man durch die Fußgängerzone geht und eine Dame sagt, was ist das, ein Erinnerungsort oder ein Kristallisationspunkt für sie? Die Schlacht 1234 von Altenesch, das ist zwar ein bedeutendes historisches Ereignis gewesen, aber wie kommt das dazu, dass das in diesem Augenblick gesagt, genannt wird oder so? Das ist ja eine sehr interessante Sache. Ist das jetzt nur die Bildung über die Schule eventuell, wo man das mitbekommen hat und dann hat man das abgespeichert vielleicht, oder hat man tatsächlich, eigentlich denke ich nämlich, dass man ja bestimmte emotionale Bezüge haben muss, damit sich eine Erinnerung gut abspeichert. Das ist natürlich dann so ein intellektuelles Lernen und das andere ist eine Erfahrung oder ein Bezug, der emotional geprägt ist und dann haftet der auch und dann hat man einen Bezug dazu. Noch einmal zurück das würde ich mir gleich stellen wollen, was die Auswahl angeht der Orte. Basierte alles tatsächlich auf den Umfragen und auf den Informationen, die gesammelt wurden, auf dieser empirischen Studie. Mussten denn auch Orte zusammengefasst werden oder Themen verbunden werden, sodass man irgendwie, das war dann ein Bestandteil einer anderen Geschichte, weil ich habe jetzt mir das Buch mir angeschaut und habe gesehen, es waren Persönlichkeiten, es waren Themen, reine Themen und es waren Gebäude oder Architekturen.
So würde ich es mal zusammenfassen. Diese drei großen Komplexe. Ja, und auch Immaterielles, also zum Beispiel mit der Hölle des Nordens, die gibt es ja nicht mehr. Aber würde da natürlich. Jetzt das Stadion, dachte ich. Genau. Das ist genau, also auch eine Architektur irgendwie. Wollte ich gerade sagen. Grünkohl. Grünkohl, bestimmt, genau, den haben wir auch drin. Ja, also wir haben eigentlich einige Erinnerungsorte in eins gepackt. Wir haben die Ehrenbürger und Ehrenbürgerinnen zusammengefasst gehabt. Da hatten wir natürlich einige auf Schlag gleich, die wir dann unter dieser Kategorie abhandeln konnten. Wir sind tatsächlich relativ stark nach den Mehrfachnennungen gegangen, um zu gucken, was scheint die Oldenburger besonders und Oldenburgerinnen zu interessieren. Ein bisschen mussten wir damals natürlich auch gucken, was ist handhabbar. Also es ist ein studentisches Projekt gewesen. Das ist sowieso unglaublich viel Arbeit, weil es geht ja nur ganz bisschen quasi um die Ursprungsgeschichte, also um Graf Anton Günther. Und dann kommt der ganz lange, wie ist seit seinem Tod 1667 an ihn erinnert worden? Also welche Münzen sind geprägt worden, welche Schriften, welche Denkmäler und so weiter. Und das ist auch wirklich sehr aufwendig zu recherchieren einfach. Also insofern mussten wir damals natürlich auch ein bisschen gucken, was ist handhabbar für ein studentisches Projekt. Ja, verstehe ich. Gibt es denn ein Muster? Hat die Aktualität 2009, 2010 einen großen Einfluss gehabt auf auf die Antworten der Befragten? Kann man das sagen? Ja, also ich müsste fast nochmal alle Erinnerungsorte durchgehen und das überlegen. Also Graf Anton Günther würde ich ausschließen. Der ist daueraktuell. Da kann man quasi bis zu seinem Tod zurückgucken. Der ist immer in Oldenburg erinnert worden. Das war auch eines der Ergebnisse in diesem Band. Es gibt da eigentlich keine Zeit, in der nicht an Graf Anton Günther erinnert wurde. Ich erinnere da nur an die Diskussion um die Benennung der Uni in den 70er Jahren. Da war Graf Anton Günther auf Platz 2, glaube ich, gewesen. Uni Oldenburg war Platz 1 und Karl Ossietzky war irgendwie 4 oder 5. Bei der Fußgängerzone glaube ich relativ sicher, dass wir die so häufig genannt bekommen haben, weil wir in der Fußgängerzone auch standen. Und das ist zum einen ein Grund, aber natürlich auch, Oldenburg hat die erste deutschlandweite zusammenhängende Fußgängerzone. Es ist sehr kompakt. Man kann noch viele inhabergeführte Läden sehen. Also ich glaube, das ist schon auch ein Bezug, der heute auch noch so da wäre. Altenesch war damals auch in der Diskussion gewesen, gar nicht wegen der Ursprungs quasi Schlacht, sondern vor allen Dingen wegen der Instrumentalisierung während der Zeit des Nationalsozialismus. Vielleicht war das etwas, was tatsächlich zu der Zeit ein bisschen mehr, also gab es gerade ein paar Publikationen dazu, deswegen mit reingerutscht ist. Ansonsten glaube ich, Grünke und Picke, bin ich mir auch sicher, immer aktuell, also könnte man diese Liste, wenn man nochmal das gleiche Projekt machen würde, auch dieses Jahr nochmal, glaube ich, würde man ziemlich sicher wieder ungefähr da landen, ja? Das wäre, fände ich spannend, ja, weil das wäre ja ein bisschen etwas so, meinen Sie auch, ja? Also die Herr Munderloh gerade nickt so, also wenn Sie die Liste auch stimmt. Ja. Ja, also ich finde es ja auch spannend, das zu machen. Ich sehe das auch so, ja. Ein bisschen so etwas tun wir ja, nicht empirisch, wir gehen in die Fußgängerzone. Wir haben uns aber auch eine Liste angelegt von Orten, die wir gerne bespielen wollen und sind dann und werden damit im Mai starten, dass wir die, da ist auch das Donnerschwe-Stadion dabei, da ist auch sowas wie die Kaserne Donnerschwe mit dem Gedenkstein dabei, der Stein des Anstoßes sozusagen. Gerade verhüllt. Genau, gerade verhüllt auch noch, in der Zeitung gewesen, wieder neu. Sind natürlich Klassiker dabei, die auch im Buch sind, wie die Lamberti-Kirche. Der Pulverturm ist nicht drin, aber sozusagen als ältestes Gebäude der Stadt. Und aber auch Orte, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat. Wir haben zum Beispiel auch einen Gemüsehändler dabei, der eine Migrationsgeschichte mitbringt und seit rund 40 Jahren dort eine Ökonomie betreibt sozusagen und eine ganz eigene Geschichte und Stadtgeschichte mitbringt. Und da sind wir ganz interessiert, was uns die Oldenburgerinnen und Oldenburger alles noch sagen, was ihre Orte sind, die vielleicht noch mal näher unter die Lupe genommen werden. Aber wenn, genau, also zurück zum Buch. Es sind ja diese, ich würde mal gerne jetzt, Sie schreiben ja auch über einen Begriff, einen Aspekt, der für uns als Museum von wichtiger Bedeutung ist. Also es geht ja da die Beziehung zwischen kollektiver Erinnerung und subjektiver oder individueller Erinnerung. Damit haben wir auch tagtäglich immer zu tun. Menschen haben eine ganz persönliche Erinnerung, und aber erst wenn es in kollektiver Sicht relevant wird, also wirklich ein Gruppenbewusstsein entsteht für eine
ein Ereignis oder eine Situation, die dann erinnert wird für einen Moment oder was auch immer damit zusammenhängt, dann wird es zu einer Erinnerung, die für ein Museum auch relevant wird. Ist eine schwierige Frage. Es ist ein riesenbreites Thema. Es waren Persönlichkeiten, die sind relevant geworden im kollektiven Bewusstsein. Es waren Themen und Gebäude. Kann man irgendwelche Merkmale sagen, die dazu geführt haben? Kann man das überhaupt? Geht das überhaupt? Ja, das finde ich eine ganz schwierige Frage. Ich mache einen ganz kleinen Schlenker. Nochmal zu der Frage, die Sie eben gerade gestellt haben. Gibt es etwas, was sich verändert hat? Ich finde, es gibt eine Sache, die hat sich tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren verändert. Und das ist die Rolle des Stadtmuseums. Also nicht nur unseres Stadtmuseums, sondern generell der Stadtmuseen. Stadtmuseen galten ja lange als Auslaufmodell. Ich glaube, das Sloterdijk hat es irgendwie als Endlagerstätten für schwachstrahlende Objekte oder so benannt, Ende der 80er Jahre. Die galten als verstaut. Und da finde ich, das hat sich wirklich sehr, sehr geändert. Also die Stadtmuseen boomen überall. Aus allen Städten hört man, dass es Neubauten gibt, so wie bei uns auch. Also das finde ich ist tatsächlich eine große Veränderung in den letzten 10, 20 Jahren. Und ich glaube, es hat aber sehr viel mit unserem Thema zu tun. Nämlich mit diesem Thema, dass viele Menschen das Gefühl haben, es wird irgendwie alles immer schneller, jetzt sind wir hier alle digital und komme da nicht mehr mit und ich hätte gerne was, woran ich mich festhalten könnte. Ich brauche Erinnerungen und Erinnerungen brauchen Orte und das ist zum Beispiel das Stadtmuseum. Also ich glaube, dass dieses Gefühl, dass sich so vieles verändert, auch was damit zu tun hat und dieses Gefühl, dass man sich auch gerne erinnert, warum es so einen Boom der Stadtmuseen gegeben hat in den letzten 10, 15 Jahren. Und Ihre Frage war ja nach den... Was wollen wir eigentlich erinnern? Wie sieht es aus mit kollektiven Erinnern und individuellen Erinnern? Und das finde ich, ist, um das jetzt an Sie zurückzuspielen, wirklich eine wahnsinnig schwierige Frage, die Sie da beantworten müssen in den nächsten Jahren. Also was erinnern wir denn hier eigentlich? Woran wollen wir erinnern? Und welches Kollektiv haben wir vor Augen? Das ist ja häufig in der Museumsdebatte der Begriff von Identität. Ich kenne auch Leute, die sagen, man kann das Wort im Grunde überhaupt nicht im Singular man muss es im Plural benutzen, Identitäten, weil keiner ist eine Identität, wir sind alle ganz viele Identitäten und wen nehmen wir denn da mit und welche Erinnerungen bedienen wir denn hier? Das finde ich tatsächlich eine wahnsinnige Herausforderung, die Sie sich da gerade stellen müssen und ich kann Ihnen leider nicht die Antwort dazu liefern, aber das ist wirklich ein Spannungsverhältnis. Also diese kollektive Identität auszumessen und gleichzeitig aufzupassen, dass man damit nicht auch ganz viele verliert. Da sehen wir gerade, wenn wir ältere stadtgeschichtliche Ausstellungen angucken, da wird ein, ich sag mal jetzt, ohne das irgendwie abfällig zu meinen, ein klassisch bürgerliches Publikum adressiert. Da ist aber niemand mitgedacht, der in irgendeiner Form migrantischen Hintergrund zum Beispiel hat. Oder so. Da sind auch Kollektive in der Stadtgesellschaft, die da rauskommen. Ja. Deswegen wäre das fast eine Vorspielung an Sie, welche Ideen Sie haben damit. Wir haben wirklich vielen Spannungen. Ja, also ich finde auch gerade, was Sie gerade am Anfang gesagt haben, ich glaube, es ist interessant, weil gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ja viele Museen, Freilichtmuseen, volkskundliche Museen, gerade auch aus diesem Impuls, klassische Formen des Lebens, Lebensreformbewegung, Stichwort, entstanden da auch schon, genau die Museen etwas festzuhalten, irgendwie etwas zu bewahren und zu tradieren, bäuerliches Leben, andere Formen des Lebens, genau aus dem Grund. Ich weiß nicht, ob Stadtmuseen deswegen boomen, weil natürlich Stadtmuseen so ein, ich würde das noch erweitern und sagen, dass sie wahrscheinlich deshalb so relevant gerade werden, weil Stadtgesellschaften natürlich so eine Verdichtung von Gesellschaft bedeutet, wo ganz viele Entwicklungen, die überall stattfinden in der Gesellschaft, vielleicht noch etwas schneller laufen. Und deshalb die Frage nach Identität, die Sie gerade nannten, immer relevanter wird. Man möchte sich verorten, man möchte wissen, wo man lebt und das hat auch einen speziellen eine spezielle Ausrichtung, eine spezielle Färbung und man entscheidet sich auch bewusst vielleicht in einem Ort, wo man sehr viel gar nicht mehr an die Heimatscholle wie früher gebunden ist und wandert von A nach B und dann möchte man sich auch verorten und wissen, wo man ist und da kann ein Stadtmuseum, wenn es das schafft, so ein bisschen eine Klammer sein und
Das ist aber schon viel verlangt, aber es ist so der Weg, das Ziel ist schon ein hehres Ziel und wir bemühen uns. Aber deswegen, es war eine gemeine Frage, weil natürlich kann man das nicht in einem Satz sagen, wieso, das ist natürlich das Spannende, was wir jetzt machen wollen. Welche Dinge zeigen wir, worauf setzen wir? Wir wollen nicht Geschichte vorbeten, so ist es gewesen, sondern eher so, vielleicht auch gemeinerweise die Frage zurückspielen, was ist denn Ihre Vorstellung von Oldenburg oder was macht denn diese Stadt zu Ihrer Stadt? Ist es irgendeine und warum ist es denn Ihre Stadt oder deine Stadt, wenn man es mal so sagen will? Da sind, glaube ich, diese ganzen Themen auch ein Anhaltspunkt. Wenn wir jetzt konkret auf diese Orte mal zukommen, die Persönlichkeiten. Da ist mir aufgefallen, dass es gab ja einzelne Aufsätze, längere Aufsätze zu den einzelnen Persönlichkeiten, die auch näher ausgeleuchtet wurden. Das eine fand ich ganz clever, auch die Auswahl, dass diese Ehrenbürgerschaften der Stadt Oldenburg sich mal anzuschauen und da einfach ein Spektrum aufzumachen, weil das ganz viel erzählt. Also ich habe jetzt mal gezählt, es ist, glaube ich, richtig, es sind ja 9 Personen, die zu Ehrenbürgern wurden, aber 4 sind es inzwischen da, heute auch schon nicht mehr, also sind es noch aktuell 5. Und allein das erzählt schon ganz viel über Wandel von Erinnerungskultur und zu welchen Zeitpunkten sie Ehrenbürger wurden, unter welchen Umständen. Bei 2 von ihnen ist es relativ eindeutig, zur NS-Zeit Adolf Hitler, Karl Röver, ja. Wann sie Ehrenbürger waren und wann sie es dann nicht mehr waren. Andere sind erst vor 5 Jahren, 6 Jahren, glaube ich. Da war das Buch, ist auch eine Weiterentwicklung von dem Buch, ne, seit dem Buch. August Hinrichs und Paul von Hindenburg, genau. Wie würden Sie das denn sehen? Also Personen spielen schon in ihren Handlungen und in ihrer Ausstrahlung eine große Rolle in Stadtidentität oder generell in erzählter Geschichte, wahrscheinlich an allen Orten. Ja, und die Frage, an welche Personen wir uns erinnern, sagt eigentlich mehr über uns selber aus, als über die Person, an die wir uns erinnern. Also ob wir diese Diskussion um August Hinrichs, diese Diskussion um Hindenburg, die gibt es ja schon ganz lange. Und da kann man sich natürlich fragen, warum hat man sich jetzt vor ein paar Jahren entschieden, Hindenburg nicht, die Ehren, man kann sie ja, glaube ich, gar nicht offiziell aberkennen, das ist ja ein kompliziertes technisches Verfahren. Aber warum hat man sich dafür entschieden, ihn aus dieser Liste rauszunehmen? Und da kann man natürlich letztendlich eine Rückspiegelung machen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Dass man eine Ehrenbürgerschaft ist, ich ehre jemanden. Und das bedeutet auch, dass ich mich in eine bestimmte Tradition stelle. Oder dass ich einfach sage, nein, das ist nicht mehr die Tradition, in der wir uns stellen wollen, sondern wir wollen andere Traditionen oder vielleicht eigene Traditionen oder Gedanken, denen wir folgen. Also in unserem Fall jetzt natürlich erstmal den demokratischen Gedanken, die wir folgen wollen. Und da wollen wir keinen Hindenburg als Ehrenbürger. Da ist es aber nicht so, wenn ich da gerade reingehe, da ist aber nicht so, dass man sozusagen bei den Persönlichkeiten, die Diskussion gibt es ja auch in vielen anderen Städten, manchmal ist es ja so, das würde ja so erscheinen, dass sozusagen die Jahre davor man immer absolut hinter dieser Person gestanden hat. Es ist ja manchmal auch so tatsächlich, dass Diskussionen irgendwie mal entstehen. Da hat man das lange, niemandem ist aktuell jederzeit bewusst, wer ist denn jetzt Ehrenbürger und warum haben wir das nochmal gemacht. Das wurde ja damals, wurde auch entschieden. Und dann gibt es manchmal Biografien, die natürlich per se dazu, die schwierig sind, die man auch nicht eindeutig bewerten kann, wo ich es mir auch schwer fallen würde, in einer Situation, wo ich darüber entscheiden muss, ein solches oder solches Votum zu treten. Offenbar war es 2015 so, dass die Mehrheit dann sagte, nein, das können wir nicht mehr aktiv als Ehrenbürger auszeichnen und haben sich dagegen entschieden. Aber es war ja auch eine rege Diskussion. Ja, und es ist ja eine Diskussion, die wir heute die Tageszeitung rauf und runter führen, also auch international, also wenn man sich anguckt in den USA, die ganzen Denkmäler, die an frühere Sklavenhälter erinnern, die heute gestürzt werden, also dieses, dass sich Erinnerung materialisiert und wie gehen wir mit dieser materialisierten Erinnerung um, wenn sie nicht mehr quasi unseren aktuellen gesellschaftlichen
Vorstellungen entspricht. Das finde ich ist eine wahnsinnig spannende Frage. Als Historikerin würde ich nicht dafür plädieren, dass man bei den Ehrenbürgern bleibt, aber als Historikerin würde ich natürlich wahrscheinlich ähnlich wie Sie fürs Museumsmann dafür plädieren würden, auch fürs Bewahren. Also ich würde keine Denkmäler stürzen. Es gibt ja auch in Oldenburg Denkmäler, die umstritten sind. Also wenn man sich diesen ganzen Komplex, also es gab immer wieder Debatten um das Thema, brauchen wir ein Denkmal zur Flucht und Vertreibung? Es gibt eins und das soll von mir da unbedingt auch stehen bleiben. Ich würde immer als Historikerin für eine Kontextualisierung aussprechen. Das fände ich, wäre mein Weg, um auch mit so kritischen Erinnerungen umzugehen. Also kritischen Erinnerungen, die zu einer bestimmten Zeit natürlich nicht kritisch waren, sonst hätte man ja kein Denkmal aufgestellt, sondern dass man quasi eine Anpassung vornimmt an unsere heutige Zeit, indem man das beleuchtet. Warum ist das zu welcher Zeit dort hingestellt worden? Warum ist zu welcher Zeit Paul von Hindenburg Ehrenbürger geworden? Und warum hat man sich dagegen entschieden? Also letztendlich eher so das Prozesshafte reinzugucken und in diesen stetigen Wandel reinzugucken. Das finde ich aber auch. Kann man das denn machen? Also das ist natürlich so eine Sache, Sie haben recht, ich würde nämlich auch ein Denkmal eher kontextualisieren oder eine Straßenname, der auf etwas hinweist, am Ende irgendwie mit etwas versehen oder eine Erklärung dazu, weil man vielleicht irgendwie stutzt und denkt, warum heißt denn diese Straße so? Das ist natürlich, aber natürlich, und eine Ehrenbürgerwürde ist natürlich aber so ein Akt, da sagt eine Stadt oder eine Gemeinschaft sagt, das sind unsere Vorbilder, die stehen für Oldenburg wegen bestimmter Qualitäten, die wir hochhalten wollen. Und da ist natürlich auch die Frage, das kann man, muss man ja auch ändern und wieder anpassen und zeigt dann vielleicht auch manchmal, dass es nicht so ganz einfach ist mit solchen Persönlichkeiten oder mit Biografien an sich, mit diesen Vorbildleuten. Das ist ja grundsätzlich ein bisschen schwierig, sowas zu machen. Wie würden das denn die Anwesenden so sehen? Also ich würde das mal in die Runde einfach fragen, weil das so eine schöne Gelegenheit ist. Das ist ja, da habe ich manchmal so Kopfschütteln oder Nicken gesehen. Wie würden Sie es denn sehen? Dinge der Art kontextualisieren oder neu anpassen, neu diskutieren? Gibt es da für Sie einen Weg? Wir haben auch sogar eine Frage im Chat, habe ich gerade gesehen. Hm. Oh, habe ich nicht gesehen. Ja, ich war das mit der Frage im Chat und ich habe auch gleich noch eine Meinung, aber ich mache erstmal die Frage, weil es ging um dieses Stadtmuseen und Identität und so weiter. Und zwar habe ich nochmal dran gedacht, dass wir ja inzwischen in Städten leben, die immer größer werden und sich vom Gesicht der Stadt, also auch architektonisch, sehr verändern. Und alles, was so wahrgenommen wird, so als historisch, was so einen Charakter einer Stadt ausmacht, ist ja, wenn ich jetzt an so Neubaugebiete und Ähnliches denke, überhaupt nicht mehr, das ist ja völlig gleich, ob ich jetzt irgendwo aus Friesland bin oder... Die sind alle gleich und haben aber diesen Stadtcharakter nicht. Den haben wir am Stadtkern. Und das ist für mich auch was so ein Stadtmuseum. Und dieses Erinnern an dieses Gefühl von Identität. Also im Englischen gibt es bei der Stadtplanung diesen wunderschönen Ausdruck Sense of Place. Dass man ein Gefühl für den Ort hat. Und das war für mich und ich denke für viele andere auch immer so, an diesen kleinen Stadtmodellen von Stadtmuseen festzumachen, dass diese Identität an der Entwicklung dieser gewachsenen Stadt ist und nicht, vielleicht wenn wir noch ein Dorf vereinnahmt haben, das hat ja wieder einen Charakter, aber diese Neubaugebiete sind tatsächlich, weil sie keinen Dorfplatz haben, weil sie, außer sie sind vorher ein Dorf gewesen, sie haben nicht diesen Charakter von Identität und das, würde ich sagen, hängen wir deshalb sehr viel stärker an andere Gebäude, die wir haben und andere Bereiche, so würde ich das einschätzen und das ist halt auch eine Aufgabe von Stadtmuseen zu sagen, das ist unsere Geschichte, die wir eben wirklich, außer wir haben zufällig eine tolle Sache ausgegraben, während wir das Neubaugebiet gebaut haben, da nicht vorfinden können. Also das war die Frage im Sinne von, ob Sie das auch so sehen, dass halt einfach dieses Gesicht der Stadt, dass wir diese Anonymität, die wir in sehr vielen ähnlichen Gebäuden haben, die jetzt gebaut werden, einfach kontrastieren als Bedürfnis von sozialen Wesen und unserer Identität in der Stadt, in der wir leben, nochmal bewusst zu werden. Ja. Ich verstehe, was Sie meinen. Das ist natürlich eine große, dass die Funktion des Stadtmuseums wäre, dann aber ein Bild zu schaffen, vielleicht, was es auch, oder eher zu erhalten, was es nicht gar nicht mehr gibt. Sie sprechen ja gerade sozusagen davon, eine etwas anonymisiertere Architektur. Austauschbar und dann das Stadtmuseum als Hort. Das geht ja in die Richtung, etwas zu erhalten, zu bewahren, die Sehnsucht vielleicht etwas auch zu verlangsamen in der Hinsicht. Und die Stadtmodelle
sind auch, glaube ich, ein Ausdruck davon, weil die sehr, die waren immer ein Symbol im Stadtmuseum, das sehr, sehr, sehr haptisch war und sehr anschaulich. Und da konnte man sich reindenken und auch eine Emotion mit verbinden. Es ist eine schöne, erstmal die Information, dass ich, wir werden wieder ein großes Stadtmodell haben in unserer neuen Ausstellung. Das wird aber etwas mehr in Bewegung sein vielleicht als das, die alten Modelle. Auch analog schön, aber diese, ein Stadtmodell, was ein bisschen anders daherkommt und auch Wandel zeigt und verschiedene Möglichkeiten, ja. Informationen bietet, natürlich angepasst den gegenwärtigen Bedürfnissen auch der Nutzer. Ja, ich, wie gesagt, für mich ist es, also ich würde das, wie gesagt, dass es eine Aufgabe von Stadtmuseen ist, nicht nur, ne? Wir leben ja auch im Jetzt, wir leben ja nicht irgendwie hier noch in unseren wunderschönen, durchlausten Mittelalterklamotten, weil wir die so schön finden und sie so viel Identität gibt, aber halt als eine der, ja, des Attraktiven, weshalb auch ich in jeder Stadt ins Stadtmuseum reingerannt bin, schon seit Jahren, um einfach zu gucken, was war denn da mal? Genau. Ja, ich kann auch zustimmen. Also ich finde, ein Stadtmuseum ist sowas wie die Visitenkarte einer Stadt, wo man, wenn man, wie Sie es gerade beschrieben haben, sich informieren kann, was zeichnet diese Stadt aus? Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass das Stadtmuseum auch noch eine weitere Funktion hat und auch eine Funktion hat, die, glaube ich, neu ist. Also die es im 20. Jahrhundert noch nicht in der Form gab, dass das Stadtmuseum viel stärker auch Akteur wird in den Debatten, die es gibt zur Stadtgeschichte, in den Debatten, die es gibt um Erinnerung und Akteur in dem Sinne vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht auch, sondern auch, dass das Stadtmuseum ein Ort sein sollte, wie ich finde, wo diese Debatten stattfinden können. Also wie so eine Bühne, wo die Oldenburger und Oldenburgerinnen auch aushandeln können. Was sind denn die Sachen, die uns ausmachen? Woran wollen wir uns erinnern? Was finden wir wichtig? Also was ist was ist unser gemeinsamer Grund, auf dem wir hier stehen? Das finde ich ist eine ganz wichtige Funktion auch von Stadtmuseen. Ich habe jetzt sehe gerade jetzt dazwischen noch von noch eine Frage, Frau Pulz, die Sie in den Chat geschrieben haben. Ja, man kann hier leider nicht die Hand heben. Nein. Deswegen habe ich einfach ein Statement. Ja, bitte gerne. Einfiel, weil ich das immer wieder mal höre, dass den Menschen auch so die Stadtteile wichtig sind. Also wenn ich denke an Werkstattfilm, wenn die diese Stadtteilausstellung gemacht haben, dann war das ein wahrer Run. Nun wollen wir aber ja mit unserem neuen Stadtmuseum das Historische, die Entwicklung mit dem Jetzt verbinden. So würde ich mir das wünschen. Und da wir in vielen Quartieren ja auch viel Neues haben, wir haben neue Menschen da, wir haben vielleicht neue Gebäude, wir denken über Quartiersentwicklung nach. Und wenn wir so das, was war, die Geschichte mit dem Neuen verbinden, also indem man auch vielleicht noch Zeitzeugen hat, die etwas länger da wohnen, in so bestimmten Quartieren, und neue Menschen, sodass man in den Dialog kommt und da vielleicht irgendwie etwas draus macht. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt noch keine konkrete Vorstellung, aber wir sind ja auch hier immer so am gemeinsamen Nachdenken. Ne? Ja, das ist völlig richtig. Und ich finde, da waren viele Sachen dabei, über die wir uns auch Gedanken machen. Das einmal das Thema Stadtteile, dem wir uns jetzt in der Schließzeit sehr stark zuwenden. Also wir werden ab Ende Mai, Anfang Juni eröffnen wir einen Projektraum in der Innenstadt, in der Lange Straße, in einem Leerstand. Und diese Projekträume sollen uns begleiten, zwei in einem Jahr jeweils an verschiedenen Orten. Und da wollen wir dann die Ergebnisse von unserer Arbeit, unseren Kooperationen, den Projekten, die wir in den Stadtteilen machen, speziell, also in den Stadtteilen machen, so, Punkt, zeigen. Und ja, da geht es auch ganz viel um eben die Zeitzeugen, um die Leute, die was erzählen können zu diesem. Schatz von Bloerfelde ist ja auch so ein Thema, ne? Theaterstück, wo wir in Kooperation auftreten, wo einfach auf Basis der Geschichte dieses Stadtteils einfach tatsächlich ein Theaterstück am Ende entsteht. Also ist ein ganz schöner Prozess. Und da wollen wir das, Corona lässt es zu, wollen wir da ganz viel auch zeigen, was wir da tun. Aber also das sind also Themen, die uns absolut beschäftigen. Darf ich was dazwischen fragen? Ja, gerne. Wir sind ja sowieso gerade. Ja. Jeden Stadtteil
Arbeit, die Sie durchführen, die Sie dann in der Landstraße zeigen möchten, zeigen Sie die auch in dem Stadtteil selber? Da sind wir präsent durch unsere Projekte und unsere Arbeit. Also die findet in den Stadtteilen statt. Deswegen die Kolleginnen und Kollegen, ich selbst und wir werden da unterwegs sein. Und wenn wir Möglichkeiten haben und dort finden und die sich anbieten, dann auch sehr gerne. Schön wäre es natürlich, wenn wir so ein Projekt zum Beispiel Arbeit dort haben und das dort vor Ort präsent haben und in der Innenstadt. Das ist natürlich ein Idealfall. Ja. Das muss natürlich passen. Und gerade sind das, ich bin immer so zögerlich, weil ich gerade, weil Corona natürlich alles gerade etwas verändert hat und seit einem Jahr traut man sich gar nicht, bestimmte Dinge zu denken. Ich bin ja froh, dass wir diesen Projektraum jetzt eröffnen, tatsächlich Anfang Juni und hoffe, dass wir dann, ob es dann eine Modellstadt ist gerade oder ob das unter den jetzigen Bedingungen oder anderen Bedingungen stattfinden kann oder überhaupt. Das ist ja alles so ein bisschen unsicher. Deswegen ist aber völlig richtig, was Sie sagen. Also schön wäre natürlich ideal, das beides zu haben. Wir wollen aber auch nochmal ein bisschen anders denken, wenn wir zum Beispiel das Thema Pekol-Busse, ist auch ein Thema, auch im Buch. Ja, ich bin sofort Ur-Oldenburger. Ich weiß nicht, hat Herr Wiegmann das gerade richtig ausgesprochen? Weil ich spreche Pekol immer falsch aus. Und wenn Sie einen Ur-Oldenburger darauf ansprechen, der korrigiert sie sofort. Daran merken Sie aber auch, wie die Oldenburger verbunden sind mit solchen Sachen. Also das sollte man als Neu-Oldenburger. Jetzt bin ich gespannt, wer sich meldet. Wer traut sich zu sagen, wie es richtig ausgesprochen ist? Pekol. Pekol. Danke. Entschuldigung, dass ich Ihnen gerade ins Wort gefallen bin. Pekol. Aber genau. Aber was ich feststelle. Und dann bin ich auch bei dir leise. Es gibt so eine ganz enge Verbundenheit. Das war auch was, was wir in diesem Umfang gemerkt haben. Es gibt eine enge Verbundenheit der Oldenburgerinnen und Oldenburger mit ihrer Stadt. Und das macht sich manchmal in so ganz Kleinigkeiten aus. Zum Beispiel, wie man dieses Wort, was ich mich nicht traue, jetzt auch mal auszusprechen, ausspricht. Sie kriegen aber auch in Oldenburg unbedingt eins über den Deckel, wenn Sie nach Braunkohl fragen. Ist auch nur eine Kleinigkeit. Ist das gleiche wie Grünkohl. Das darf man hier aber nicht laut sagen. Also da ist dann so eine ganz winzige Kleinigkeit. Das finde ich total spannend. Aber Entschuldigung, das war nur ein Einschub. Nein, absolut. Ich bin da ja auch so assoziativ und bin froh, wenn das jemand anderes auch macht. Ich gebe gerade einen Chat noch eine Frage, die dann dazu passt und auch ausweist, dass sowohl Ur-Oldenburgerinnen und Oldenburger hier im Raum sind, im Virtuellen, wie auch Nicht-Ur-Oldenburgerinnen und Oldenburger. Weil es die Frage, was ist das? Pekol. Ja, soll ich das mal kurz erklären? Ja, gerne. So Pekol, Entschuldigung. Bitte, machen Sie. Herr Munderloh, bitte. Nee, ich wollte was anderes erklären. Ja, leider ist mein Internet eben ausgefallen und ich war 5 Minuten nicht online. Aber es wurde ja gefragt, wie man mit der Vergangenheit und mit der Zukunft umgehen kann. Und deswegen finde ich ganz toll, dass die Stadt bei der August-Hinrichs-Straße, bei der Hindenburg-Straße und bei der ehemaligen Hedwig-Heil-Straße diese Erklärungstafeln aufgestellt hat, um zu zeigen, wie die Diskussion verlaufen ist in der Stadt und weshalb diese Straßennamen zur Diskussion standen. Das wollte ich nur noch mal eben positiv hervorheben, dass das gemacht wird. Okay, danke schön. Ich hatte gerade das, was ist das? Bezogen war, glaube ich, auf Pekol. Ich hoffe, ich spreche es wahrscheinlich jetzt schon wieder falsch aus. Aber genau. Pekol. Pekol. Alles gut. Ein Busunternehmen, das sogenannte O-Busse selbst gebaut, hergestellt hat und die wirklich ein Markenzeichen des Verkehrs hier in Oldenburg, ich würde sagen, 20 Jahre, mindestens 30 Jahre gewesen sind, seit den 30er Jahren mit Oberleitungen, Busse mit elektrisch fuhren mit Oberleitungen, die hier wirklich eine ganz clevere oldenburgische Lösung waren und es wurden auch Busse hergestellt, die hießen Oldenburg, der Marke Oldenburg und ich glaube ganz viele, das wäre die Frage, welche Generation erinnert sich sozusagen an dieses Stadtbild noch? Das muss Ende der 50er noch präsent gewesen sein. Ja, dann verschwanden diese Oberleitungen. Es gibt noch eine Achternstraße, weiß ich jetzt auch aus dem Buch. Ich habe mal hingeguckt, nachdem ich es gelesen habe, dass es da noch solche Klammern geben soll, vereinzelt. 2012 wurde es ja geschrieben. Also diese Klammern, an denen diese Oberleitungen befestigt waren, da kann man noch einige Überreste sehen.
Aber genau, ein Busunternehmen, technische Pioniere im Verkehrswesen und auf dem Fliegerhorst stehen noch einige Busse. Es gab auch ein Pekol-Museum. Ich sag's nicht mehr. Dieses Unternehmens, sonst sage ich es immer falsch. Aber ich lerne das noch. Aber die Sprache ist auch ein Punkt, was die einen an Oldenburg binden kann. Das ist auch ein identitätsstiftendes Mittel. Wenn wir so von außen reinkommen, wir wissen nicht, wer ist schon immer in Oldenburg gewesen, wer ist von außen dazugekommen in den letzten 40 Jahren. Also das ist auch, was eigentlich die Stadt erhalten muss, dieses Oldenburgische. Das ist ja für mich das, eine bestimmte Form des Niederdeutsch, des Platt, die hier gesprochen wird, wieder ganz gut abzugrenzen von dem bremischen Platt oder in einzigen Begrifflichkeiten. Ja, das ist natürlich ein identitätsstiftender Faktor. Und das Grünkohl, Äten, ich will mich gar nicht drin versuchen in der Sprache, sonst wird es noch blöder. Das ist ja dann auch ein Element. Ist die Sprache, war das auch ein Erinnerungsort, Frau Witkowski, die genannt wurde? Wir hatten es auf der Liste drauf gehabt, aber es hat es nicht ins Buch geschafft. Das ist auch wirklich wahnsinnig schwer zu untersuchen, weil man ja immer überlegen muss, damit man so einen Ort untersuchen kann. Es muss ja irgendwo eine Quelle geben. Und Sprache ist quellenmäßig immer noch schwieriger zu erfassen als andere Dinge auch. Ich finde übrigens, wir haben hier gerade zwei schöne Beispiele gehabt mit den Oberleitungsbussen und mit dem Grünkohl, wo ich auch, das wären vielleicht zwei gewesen, wo ich am Anfang hätte sagen können, da hat sich was verändert. Also ich glaube, dass die Busse tatsächlich mehr und mehr aus dem Gedächtnis der Oldenburgerinnen und Oldenburger verschwinden, weil sie nirgendwo mehr zu sehen sind und weil wenige oder immer weniger Leute noch das sich erinnern können an diese offensichtlich ja damals wahnsinnig beengte Straßensituation, wo dann auch noch diese Busse lang gefahren sind. Im Gegensatz zu Grünkohl und Pinkel, das ist jetzt aber nicht irgendwie von mir untersucht, aber es ist mein persönlicher Eindruck, dass das etwas ist, was zugenommen hat. Also ich bin ja 2005 nach Oldenburg gekommen und ich meine nicht, dass in den ersten Jahren diese Massen unterwegs gewesen wären, wie sie bis zur Corona-Krise unterwegs waren, wo man ja quasi sich am Wochenende manchmal sonst Bollerwagen an Bollerwagen gereiht hat. Also das scheint mir eher ein Hype zu sein, auch gerade unter den jungen Leuten. Also ich kriege das bei meinen Studierenden wieder mit, dass sie auf diese Grünkulturen gehen. Also da sieht man vielleicht, wie das eine ein bisschen verschwindet und das andere stärker wird. Und dann ist ja immer die Frage, was ist, also hat es was damit zu tun mit Sichtbarkeit, mit Sachen, die weitergegeben werden? Und da kommt dann vielleicht auch das Museum nochmal wieder ins Spiel, weil was ich mich immer frage ist, also wir gehen ja davon aus, wir haben quasi so ein Gedächtnisbuch, worüber wir kommunizieren und dann erinnern wir uns auch. Aber es gibt ja auch Sachen, sowas wie die Schlacht von Alten Esch, daran können wir eigentlich nur uns erinnern, weil wir irgendwelche Gegenstände haben, die das wachrufen. Also, und das finde ich total schwer im Augenblick auch für das Museum. Also ich überlege mir gerade, was sammeln Sie denn im Augenblick? Was sieht man, wenn Sie sich über vorstellen, sollen die Erinnerung meiner großen Urenkel oder sowas schon mal konservieren? Also das finde ich jetzt gerade echt eine spannende Frage. Wie sieht denn das auch mit dem Thema Erinnerung und Sammlung? Also was haben die in den Sammlungen, wo vielleicht wir irgendwie Erinnerungen knüpfen können? Und was sammeln sie im Augenblick, um die ganz digitalen Zeiten? Ich weiß nicht, wann ich den letzten Brief geschrieben habe und ich glaube, meine WhatsApp wird niemals irgendwo konservieren. Ja. 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 Das Verhältnis von Materialität und Erinnerung finde ich ist nochmal ein ganz spannendes. Ja. Genau. Also grundsätzlich ist das auch diese Materialität und Immaterialität ist ja ein Thema für Museen. Da gibt es unsere Sammlungskonzepte, die umfassen diese Bereiche. Also es gibt das materielle Kulturgut, die Gegenstände, Objekte, Fotos, was auch immer man sich darunter vorstellen kann, 3D-Objekte. Da gibt es aber auch das immaterielle Kulturgut. Und dann sind wir genau bei dem Thema, das sind kulturelle Handlungen, das sind auch Biografien, Lebensgeschichten gehören dazu, Erzählungen, Lieder, ganz viele verschiedene Dinge. Es ist also ein breites Spektrum. Und wo Sie das vorhin nämlich gesagt haben, was ist der Unterschied, warum so ein Grünkohl essen, das ist natürlich eine sinnliche kulturelle Handlung der Gemeinschaft, die einen Trend vielleicht sich zu einem Trend entwickeln lässt, die ganz gegenwärtig ist. Man kann das selber herstellen, man kann es ausüben und fühlt sich durch diese Handlung mit der Region auch verbunden.
Das macht man hier so, man ist Teil von etwas, das ein bisschen weitergeht. Und als Museumsmensch weiß ich ganz genau, dass ein paar Dinge immer laufen im Museum. Also wir haben unsere Konzepte, wir haben einen Auftrag, kulturelles Erbe für eine Region zu laufen, aber das Thema sinnliche Erfahrung, das Tee trinken, das gemeinsam, was wir sagen, Grünkohl essen, so etwas zu inszenieren, das gehört, ist ganz wichtig als Bindemittel, als ja, geselliger Rahmen, oder wenn wir ein Erzählcafé machen oder wenn ich es gemacht habe, dann muss das auch, der Rahmen stimmen und dann muss das auch ein emotionaler Rahmen sein, der dann auch Menschen zusammenführt und dann kommen wir an Geschichten, dann freuen wir uns darüber, Neues zu erfahren, weil wir auch am Ende, wir sind ja die Suchenden und Sammler und die anderen sind sozusagen die Experten oder im Museumsenglisch Experience Experts, wie man sie nennt, und die wir brauchen. Aber das ist, glaube ich, diese sinnliche. Und die P-Call-Busse, wenn Sie das so beschreiben, dass sie so leicht aus dem Bewusstsein entschwinden, das ist natürlich, da gab es jetzt ja in den 2012 oder um 2012 schon dieses Museum und mit vielen Besucherzahlen. Dann hat sich das jetzt wohl ein bisschen verändert. Ist natürlich nicht mehr gerade so im Bewusstsein täglich. Jetzt gab es wieder mal einen Artikel dazu, das weiß ich vor ein paar Wochen. Ja, ist natürlich ein, vielleicht ist es eine Generation, die auch mit diesen verbunden waren, mit diesen Objekten und mit diesem Stadtbild. Das heißt nicht, also für uns ist es dann ein spannendes, ganz originäres Stück Oldenburger Technikgeschichte und Stadtgeschichte natürlich, Erfindergeist. Für uns ist das so eine Kategorie. Aber ob die Generation sozusagen, wer jetzt, wenn wir jetzt die Umfrage machen, ob jetzt wieder die P-Call-Busse immer noch kommen würden, das würden Sie also eher bezweifeln? Ja, ich würde es bezweifeln, aber das ist eher ein subjektiver Eindruck, logischerweise. Ja, ja, klar. Nein, das kann man nicht. Das ist, ja, genau. Müssen wir wieder. Ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr. Vielleicht könnten wir noch ein paar, weil Sie hatten vorhin so ein paar ganz aktuelle Themen, hatten wir mal so gestriffen. Also das Thema Reiterstandbild Anton Günther zum Beispiel. Unserem Gespräch jetzt folgen, würde ich ja sagen, dann war vor ein paar Jahren nicht gesellschaftlich im kollektiven Bewusstsein die Zeit, Anton Günther überlebensgroß vor Schloss zu stellen. Nein. Ein monarchischer Herrscher passt nicht in unsere demokratischen Zeiten und mit dem möchte man, auch wollte man sich nicht, und ich würde das auch unterstützen, auf dem Schlossplatz schmücken. Das ist unserer demokratischen Zeit nicht angemessen. War es die Form? Also es ist War es die Form? Es war viel die Form. Es war, glaube ich, viel diese Form, dieses Reiterstandbild, was so ganz typisch 19. Jahrhundert ist, in dieser herrschaftlichen Pose ja auch, auf der er da sitzt und weil es von oben sein Land betrachtet. Ja, ja, genau, da haben Sie es einmal. Ja, wirklich, wie man sich das so fast bilderbuchmäßig vorstellt, also der Herrscher hoch zu Ross, der über seine Länder und seine Getreuen und Untergebenen guckt und denen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist natürlich nicht unsere Vorstellung davon, wie unsere Gesellschaft organisiert werden soll. Und insofern konnte ich das auch gut verstehen und habe das auch unterstützt, zu sagen, das ist nicht das Standbild für den Schlossplatz. Hätte man es im 19. Jahrhundert aufgestellt, wäre es was anderes. Aber nicht mehr im Jahr 2010. Dann wäre das Denkmal wahrscheinlich auf keinen Fall irgendwie verschwunden. Weil das ist ja etwas, was man dann doch, was wir hier stark in Ehren hält, beziehungsweise Dinge, die das Stadtbild prägen über Generationen hinweg, das lässt man auch nicht gerne gehen hier in Oldenburg. Und dann wäre das wahrscheinlich niemals, genau, vielleicht war es die Form, etwas neu so in einer solchen rekonstruktiven Art, keine Ahnung, einer bestimmten Epoche zu entwerfen. Vielleicht wäre eine moderne Adaption irgendwie ganz interessant gewesen und hätte irgendwie eine Diskussion ausgelöst. Ja, Frau Pult sagt gerade, Anton Günther hat ja einen Platz an der Waschanlage da gefunden, aber das ist ja natürlich irgendwie auch kein würdiger Platz jetzt für so eine Erinnerung. Kristallisationsprotokoll. Ob Anton Günther das jetzt verdient hat unter uns? Nein, das würde ich auch nicht sagen. Ich finde das aber ganz interessant, was Sie gerade sagen, weil eben hieß es mit Geschichte, dass wir dann bestimmte Sachen, bestimmte Statuen nicht wegnehmen sollen oder unkommentiert lassen, aber haben dann halt praktisch wirklich Personen, die betroffen sind konkret, zum Beispiel nicht weiße Menschen, die sitzen dann da und sehen jemanden, wo sie genau wissen, die haben x Leute in den Kolonialzeiten, haben sie geurteilt, dass die umgebracht werden oder gequält werden, versklavt werden und so weiter und müssen jeden Tag an so einer Statue
oder an so einem Straßenschild vorbei und werden jeden Tag daran erinnert. Das ist das eine. Und gleichzeitig haben wir gerade gesagt, ja, aber wir sind ja eine Demokratie, da wollen wir kein so hochherrschaftliches Bild dahinstellen. Ich finde, das ist gerade so ein bisschen schon eine Diskrepanz, warum wir das jetzt nicht wollen und warum wir das andere praktisch sagen, diese Statue kann stehen bleiben. Ich fände es völlig in Ordnung, zum Beispiel zu sagen, man macht also einerseits dieses Erklärbild, was Herr Munderloh eben schon erzählt hat, fand ich sehr gut, aber man könnte tatsächlich sagen, nein, wir nehmen sie weg, wir machen Bildmaterial daneben, wo sie drauf war und setzen aber jemand anders dahin, der dafür steht zum Beispiel, für etwas anderes, für etwas Progressiveres, für etwas menschenrechtlich Besseres steht. Also das finde ich jetzt interessant im Vergleich, ich meine, Anton Günther ist nicht diese Person, das ist mir völlig klar, aber eben, aus demokratischer Sicht wollen wir keinen hohen Herrscher und gleichzeitig sagen wir aber, die anderen müssen stehen bleiben, obwohl sie nachweislich, jetzt nicht nur in Oldenburg, ne, aber obwohl sie nachweislich sich so verhalten haben. Ja, also wenn ich ganz kurz darauf reagieren kann, also ich finde es schon ein Unterschied, ob man noch im Jahr 2010 so ein Denkmal aufstellt oder ob man quasi aus der Zeit heraus, wo diese Personen tatsächlich noch verehrt worden sind, ein Denkmal kontextualisiert, von mir aus auch gerne künstlerisch eine Gegengeschichte schafft, eine Dekonstruktion macht. Also da bin ich gar nicht auf irgendwelche Texttafeln festgelegt, die man da nebenan bringen muss. Also ich kann mich auch da sehr gut mit anderen Formen der Dekonstruktion, finde ich auch sehr gut. Ich glaube nur, dass man nicht viel gewinnt, wenn man das Standbild entfernt. Also ich gebe ihr ein Argument, dass es Menschen verletzt und erinnert sie daran vorbeilaufend recht. Aber die Geschichte verändert sich nicht nur, weil wir das Denkmal schleifen. Und die Wunden werden, glaube ich, nicht weniger, nur weil das Denkmal nicht mehr da ist. Sondern da hätte ich fast teilweise Sorge, dass man dann unter Umständen das, was passiert ist, wofür dieses Denkmal dann in diesem Moment, was aber auch wirklich historisch zu einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurde, dadurch, dass man das Denkmal quasi schleift, ist auch die Erinnerung an die blutigen Seiten unter Umständen mitgeschliffen werden. Genau, also jetzt ging es gerade um zwei Denkmäler, deswegen ist das vielleicht ein bisschen durcheinander. Also bei dem einen geht es ja wirklich um Ikonoklasmus, der jetzt uns auch beherrscht hat, also Denkmalstürze, die jetzt auch international beachtet wurden. Da bin ich richtig, ne? In der Annahme um den Kolonialismus und den rassistischen Impetus dann dieser Figuren und auch dieser Biografien, die dahinter stehen. Und, genau, einerseits und dann das Argument, aus demokratischen Gründen würden wir uns heute so ein Denkmal nicht hinstellen. Ja, das ist aber eine Verbindung sozusagen. Das andere ist sozusagen die Ausdrucksform Anton Günthers in einer früheren, vergangenen Zeit, die man sozusagen, ich glaube, dass der Künstler von dem Standbild von Anton Günther eigentlich ganz, der hat auch eine ganz schöne Arbeit gemacht und der hat auch irgendwie wahrscheinlich sozusagen das Bild auch von den Oldenburgern gut getroffen und auch diese vielleicht die Emotionen, da waren gar nicht so viele, sind vielleicht gar nicht dagegen. Also man freut sich über das, was von Anton Günther zu sehen ist in der Stadt und das sollte niemals verschwinden. Nur in dieser Zeit, in der Gegenwart, ein Denkmal neu zu errichten, das ist ein ganz anderer Prozess. Es ist ja interessanterweise so, das könnte man ja auch bei dem Gedenkstein, kann man das ja auch sehen, Donnerschwee. Wenn der da ewig gestanden hätte, genau an demselben Platz, dann wäre der nicht verrückt worden, dann gäbe es gar nicht so viele Diskussionen, glaube ich, um ihn rum. Aber weil er angefasst wurde, er war ja weg und er wurde bewusst wieder auf einen Platz hingestellt, ist das ein Vorgang. Und der ist dann, da stößt was an und so. Und dann gibt es, und wenn er da ewig gestanden hätte, dann wäre es, glaube ich, gar keine Diskussion darum gewesen. Kann mich aber auch irren. Frau Wilkowski, was meinen Sie? Ich würde dem so zustimmen. Ja, also wenn der Stein, also es ist tatsächlich auch eine Debatte, eine Frage gewesen, was war als erstes da, der Anne Frank-Platz oder der Stein? Und in diesem Fall ist er ja nochmal aufgerichtet worden, als der Platz schon stand. Und ich glaube, das war ein großer Auslöser für diese Debatte. Ja. Genau, vielleicht auch, weil es einfach so passierte und so. Man sich hinterher fragte, Moment mal, ist das denn alles richtig? Und warum ist das so passiert? Und was ist das überhaupt für ein Stein? Und so, für uns ist es natürlich jetzt aus Museumssicht und wenn man sich über so diese Erinnerungsgeschichte der Stadt damit beschäftigt, ein Symbol, mit dem wir jetzt auch, bei dem wir auch, was, wo wir jetzt auch mal was mitmachen wollen und wo wir auch eine Diskussion dran festmachen können. Und dann macht da noch jemand was drüber zu Weihnachts-Winterzeit und der andere verhüllt das. Jetzt war da, glaube ich, mit Kinderzeichnungen und so.
und da gibt es gar nicht unsere, da ist das Stadtmuseum, würde keine, macht keine Haltung oder Position dazu, sondern wir dokumentieren das, was da passiert, finden das auch interessant und würden aber gerne dann immer Plattform für solche Diskussionen um solche Themen natürlich sein, auch in Zukunft. Und dann einfach, da kann sich auch dann zu gestritten werden und am besten vielleicht die beste und dann am Ende die beste Lösung dazu gefunden werden. Das ist dann das Beste, wenn das so passiert. Frau Trube, Sie heben die Hand. Ja, ich finde, wenn solche Statuen oder Standbilder stehen, die heute eigentlich ungut sind, dann sollte nebendran auf einer Tafel eben die Gegendarstellung stehen, wie es eben bei anderen Straßenschildern auch zu stehen sind. Und dann ist doch die Sache gut. Das ist doch Quatsch. Also jetzt die Diskussion, Sie meinen jetzt die Diskussion um den Gedenkstein, ne? Ja, man sollte neben da die derzeitige Darstellung dazu schreiben, wie es bei den Straßenschildern auch ist. Da gibt es auch schon sogar eine Erklärung, eine Tafel dazu, die ist auch vorhanden. Es ist trotzdem vielleicht einfach die Situation, wir werden jetzt als Stadtmuseum, werden wir Anfang Mai in der Nähe hoffentlich eine kleine Info Ausstellung haben in der Nähe, wo man sich ein bisschen über die Hintergründe eigentlich dieses Gedenksteines informieren kann und wie die Geschichte der Kaserne gewesen ist und wie das alles zustande gekommen ist mit Bildmaterial, dass man ein bisschen ausführlicher dort informieren kann. Und dann gibt es ja auch eine Vortragsreihe mit verschiedenen Themen, einmal zu Kaiser Wilhelm selbst, da ist ja noch ein Unterschied, Kaiser Wilhelm I und II und der ganzen Situation, wie so ein Gedenkstein damals entstand. Da war Oldenburg auch in guter Gesellschaft, das war damals eine erinnerungspolitische Welle, würde ich mal sagen, gesellschaftliche Welle in Erinnerung an auch an Kaiser Wilhelm I. Und ist auch eine interessante erinnerungskulturelle Zeit, würde ich mal sagen. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wenn noch Fragen es gibt, dann würde ich die einfach jetzt, bevor ich jetzt noch irgendwas sage, Hochgeistiges zum Abschluss, dann würde ich gerne die Fragen noch nehmen. Ich gucke auch noch mal eben in den Chat. Vorhin habe ich nämlich ganz einmal was im lauter Reden nicht mitgeschnitten, dass da jemand etwas fragte. Ja, da wurde ein bisschen weiter diskutiert und kommentiert und Tipps oder Hinweise gegeben. Ne? Ah ja, Anne Frank war zuerst da, dann wurde der Stein gefunden. Ja, ja. Genau. Ja. Das war andersrum, wäre es anders gelaufen, die Debatte. Ja. Ja. Okay. Aber wenn sozusagen jetzt gerade keine Frage mehr ist und oder das zumindest, ich bin sicher, wir könnten da gut schön noch weiter diskutieren und ich finde, das könnten wir auch im analogen Raum noch viel, viel besser machen, wenn man sich einfach gegenüber sitzt und man dazu entspannt reden kann. Und ich hoffe, das ist auch bald wieder möglich. Ja, trotzdem hoffe ich, dass diese Form auch ein bisschen drüber weghilft, über diese museumslose Zeit und begegnungslose Zeit von unserer Seite aus. Und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Mareike Witkowski. Ganz tolles Buch, ich kann es nur noch empfehlen. Oldenburger Erinnerungsorte vom Schloss bis zur Hölle des Nordens. Ich glaube, man kann es gar nicht mehr kaufen. Ich glaube, es gibt es gar nicht mehr, oder? Das ist ja schade. Trotzdem gut. Aus der Bibliothek leihen kann man es ja. Das kann man ja auf jeden Fall. Ja. Ich ganz herzlichen Dank. Ganz vielen Dank für alle, die mitgemacht haben und hoffentlich auch was mitgenommen haben. Und ich wünsche allen einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Okay. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Ebenso. Okay. Tschüss. Tschüss.